Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich weiß, zwischen euch und uns und dem Feierabend dieses Beratungstages steht jetzt nur noch diese Debatte über Kommunalpolitik. Ich hoffe gleichwohl, dass ihr eure Ohren und Herzen noch ein Stück weit für dieses Thema einige Momente öffnet. Denn die Kommunalpolitik ist ein Thema von großer Bedeutung, wenn es darum geht, über die Verankerung, und zwar die dauerhafte Verankerung unserer Stadt, in dieser, unserer Partei, in dieser Gesellschaft zu diskutieren. Und Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker wissen, selbst wenn sie sehr leidenschaftlich sich engagieren, dass die wenigsten Mitglieder unserer Partei aufgrund konkreter Stadtratsentscheidungen unserer Partei beigetreten sind. Aber auch die großen gesellschaftlichen Fragen, die man eher mit anderen politischen Ebenen in Verbindung bringt, die treten eben in anderem Gewand und begegnen uns in anderem Gewand auch ganz konkret in den kommunalpolitischen Auseinandersetzungen. Wir haben hier heute völlig zu Recht in den vielen Zusammenhängen über Flüchtlingspolitik geredet, weil wir sind natürlich ganz konkret vor Ort berufen und in der Verantwortung, eine dezentrale Unterbringung und die Integration zu organisieren. Diese Auseinandersetzung führen wir ganz zentral in den Kommunen. Und auch die soziale Frage begegnet uns natürlich in den kommunalpolitischen Auseinandersetzungen. Wenn ich etwa in den großen Städten mir die Wohnungsfrage anschaue, dann haben wir mittlerweile in vielen großen Städten, insbesondere wo Universitäten sind, einen großen Mangel an bezahlbarem Wohnraum, was auch daran liegt, dass die Kommunen in den letzten Jahren den öffentlichen Wohnungsbau und insbesondere den kommunalen Wohnungsbau massiv vernachlässigt haben. Und hier stehen wir in der Verantwortung, Druck auszuüben, dass sich das wieder ändert. Und liebe Genossinnen und Genossen, diese großen Fragen, heruntergebrochen auf kommunalpolitische Auseinandersetzungen, die begegnen uns im Rahmen einer ganz großen Themenvielfalt. Und die Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik hat mit diesem Entwurf aus der kommunalen Praxis vieler Beteiligter heraus versucht, einen Orientierungsrahmen zu bieten, welche Herausforderungen uns tatsächlich in der kommunalen Praxis vor Ort begegnen. Und ich glaube, das ist ein Papier, was es sich lohnt, natürlich weiter zu diskutieren, aber als Orientierungsrahmen hier auch der Arbeit der vielen, ja mehreren tausend Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker in unserer Partei zugrunde zu legen. Jetzt gibt es einen Ersetzungsantrag der AKL, der ist hier auch gerade eben angeführt worden. Natürlich hat er den Vorteil, der ist kürzer. Das will ich nicht bestreiten. Ich sehe aber, dass er an manchen Stellen diese Kürze auch mit einem gewissen Substanzverlust erkauft hat. Ich möchte Themen wie die Energiewende und der Beitrag der Kommunen für eine dezentrale Organisation der Energieversorgung, die Aufgaben kommunalwirtschaftlicher Betätigung von Stadtwerken, möchte ich in kommunalpolitischen Leitlinien der Partei Die Linke auch angesprochen und verankert wissen. Und ein weiterer Punkt, der, glaube ich, einen recht fundamentalen Unterschied in der Herangehensweise beschreibt. Ich habe mir den Ersetzungsantrag dann nochmal angeschaut. In den Zeilen 75 fortfolgende verstehe ich das jetzt etwas verkürzt. So, da steht drin, also das ist ganz toll, wenn wir kommunalpolitische Wahlerfolge haben. Blöd ist nur, wenn die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker dann immer in diesen Gremien rumsitzen. Das gipfelt dann in diesem Satz, in dieser Zeile 60-61, die Gremienarbeit sollte nicht im Mittelpunkt linker Kommunalpolitik stehen. Also liebe Genossinnen und Genossen, was für ein Scheinwiderspruch ist das denn? Wenn ich in kommunalpolitischer Gremienverantwortung stehe und mich zum Beispiel in Bonn, wo ich Kommunalpolitik mache, mit der Frage der OGS-Finanzierung und dem städtischen Zuschuss auseinandersetze, bevor ich darüber Entscheidungen treffe in den Gremien, da gehe ich doch hin und kopple meine politische Auffassung vorab rück mit den Trägern, mit den Elterninitiativen, mit den Beschäftigtenvertretern. Das ist doch die Aufgabe, die wir gerade, wenn wir kompetente Gremienarbeit machen wollen, dann setzt das die gesellschaftliche Rückkopplung und Verankerung gerade voraus. Was für ein Scheinwiderspruch wird denn da aufgemacht, dass wir sozusagen durch unser Engagement in den Gremien unsere gesellschaftliche Verankerung vernachlässigen. Das Gegenteil ist der Fall, wenn man es engagiert und richtig macht, wie das nach meiner Wahrnehmung in unserer Partei auch fast überall so passiert. Vor dem Hintergrund ist es unsere Aufgabe, die Kritik und die Solidarität, die wir an vielen Stellen etwa auch von Kürzungen bedrohten Initiativen auf der Straße und bei Protestaktionen gegenüber ausdrücken, dann auch in die Gremien hineinzutragen.
da den Schwanz nicht einzuziehen, sondern hier tatsächlich die Kritik anzubringen, aber natürlich auch versuchen, alternative Lösungsvorschläge zu entwickeln und ja auch Mehrheiten dafür zu organisieren, dass es eben nicht zu Kürzungen in dem Bereich kommt. Und das gelingt uns an vielen Stellen auch. Und wir müssen insofern die politischen Ebenen, für die wir kandidieren und für die wir um Vertrauen werben, auch ernst nehmen. Wir müssen sie ernst nehmen und sagen, wir wissen, gerade auf der kommunalen Ebene, dass manchmal die Bäume nicht in den Himmel wachsen und die Spielräume hier begrenzt sind. Aber trotzdem, wenn wir da antreten und diese Spielräume vorhanden sind, dann sind wir verdammt nochmal in der Pflicht, uns auch in die Auseinandersetzungen zu bringen und Verbesserungen in diesen konkreten Auseinandersetzungen herbeizuführen, ohne darüber zu schweigen, was wir darüber hinausgehend noch für gesellschaftliche Veränderungen anschieben wollen. Aber genau das ist auch der Anspruch dieses Papiers der Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik, die Rahmenbedingungen von kommunaler Arbeit vor Ort benennt und gleichzeitig auch die konkreten Themenfelder anspricht, wo wir uns in der Verantwortung sehen, etwas zu erreichen. Und deshalb ist meine Bitte an euch an dieser Stelle, sicher mit noch einigen Übernahmen seitens der BAG Kommunalpolitik, machen wir diesen Antrag zur Grundlage hier der Diskussion und auch zur Grundlage der konkreten Arbeit vor Ort. Und vielleicht wird vermutlich nicht mehr allzu viel Rückenwind bis morgen geben, aber haben wir morgen auch wieder ein paar Kommunalwahlerfolge zu feiern, weil ich glaube, in Sachsen sind Direktwahlen und ich glaube, da können wir hier nochmal ein kleines Signal zumindest aussenden, dass wir morgen auch an dieser Stelle wieder was zu feiern haben, auch wenn die Genossinnen und Genossen dann ab und zu auch mal in Gremien gehen. Ich finde das nicht schlimm. Danke.